Gutes Timing, Commander. Offenbar wurde eure Übertragung an Theron von den richtigen Leuten gesehen. Ich habe gerade einer unbewaffneten Fähre vom Reich der Chiss Landeerlaubnis erteilt. Der Gesandte behauptet, eine Spur zu haben, die zu Theron führen könnte. Wenn jemand Theron aufgespürt hat, können wir ihn noch erreichen, bevor er einen gewaltigen Fehler macht. Unsere Chancen sinken jeden Tag ein bisschen mehr. Hoffen wir, dass die Chiss uns die nötigen Informationen geben. Es ist mir eine Freude, euch endlich kennenzulernen, Commander. Aristokra Sargano vom Chiss-Expansions- und Verteidigungskommando. Ihr sagtet, ihr hättet Informationen über Theron. Informationen, von denen wir beide profitieren werden. Theron Shan versteckt sich auf der Chiss-Welt Kopero. Syndik Center vom Haus Inrokini unterstützt ihn im Austausch für Geheimnisse der Allianz. Mit unserer Hilfe könnt ihr sie beide überraschen. Ihr stellt euch wirklich gegen ein Mitglied eures eigenen Volkes, um der Allianz zu helfen? Nach dem, was Center getan hat, ist sie unter den Chiss nicht mehr willkommen. Center hat die Befehle des Reichs der Chiss missachtet, indem sie Theron Zuflucht gewährte. Und jetzt ignoriert sie unsere Versuche, Kontakt aufzunehmen. Sie ist eine Abtrünnige. Sie wird vom Haus Inrokini unterstützt. Daher können wir Theron nicht festnehmen, ohne einen politischen Krieg anzuzetteln. Aber wenn ein Stoßtrupp landen und sich des Problems annehmen würde, würde das Reich der Chiss ein Auge zudrücken. Fremden wurde noch nie die Landung auf Kopero gestattet. Habt ihr so großes Vertrauen in uns? Die Operation ist an eine Bedingung geknüpft. Ich schicke eine Repräsentantin mit euch, die dafür sorgen wird, dass die Interessen des Reichs der Chiss gewahrt werden. Lieutenant Rayna Temple vom Chiss-Expansions- und Verteidigungskommando meldet sich zum Dienst. Ich habe viel von euren Taktiken gehört, Commander. Ich hoffe, dass ich mich als wertvolle Verbündete zeigen kann. Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten, Lieutenant. Auf eine vorteilhafte Partnerschaft. Falls es keine Einwände gibt, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir wissen schließlich nicht, wie lange die Informationen des Aristokra Gültigkeit haben. Bereit machen zum Start. Holen wir Theron nach Hause. So, Leute. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play. So, Leute. Ich bin euch ja noch den dunklen Part schuldig. Ich meine, es gibt zwar nicht viele Sachen, wo man halt praktisch dunkel oder hell antworten kann, sich entscheiden kann. Das ist in diesem Part recht wenig. Ach, jetzt steht einer am Weg hier, im bestimmten Wegchen hier, so. Und, ups. Und, trotzdem, ich spiele ja praktisch auf der imperialen Seite einmal komplett nur hell und einmal dunkel. Also alles nur helle Antworten und dunkle Antworten, böse und gute. Und den hellen Part habe ich euch ja schon gezeigt mit Mopago. Und jetzt fehlt halt noch der dunkle Part. So, und dann wollen wir uns jetzt mal jetzt hier praktisch Verrat und den Chiss mal jetzt hier erledigen. Warte mal, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hier müssen wir rein.
Jo, da sind wir, Leute. Commander, ich muss euch warnen. Vor Jahren hat Center ihren Status riskiert, um einen mächtigen Machtsensitiven in ihre Familie aufzunehmen. Die Chiss sehen Machtanwender als unrein an, kontaminiert. Ohne Centers Unterstützung wäre Weiss verbannt worden. Oder schlimmer. Na, da fühlt man sich ja richtig willkommen. So, da sind wir mit Rainer Tempel hier unterwegs hier auf den Chiss-Planeten und werden jetzt erstmal hier uns Verrat und den Chiss erstmal hier vornehmen. Wie gesagt, den dunklen Part auf der imperialen Seite für euch. Ich habe es ja schon einmal gespielt, aber das ist glaube ich auch schon wieder 14 Tage her ungefähr. Aber wie gesagt, ich bin euch das schuldig. Ich nehme an, ihr wollt sie wiederhaben. Sie zu zerstören wäre eine deutlichere Nachricht. Ich würde es schätzen, wenn ihr mir dabei zur Hand gehen würdet. Das werden wir doch tun. So. Was willst du denn von mir hier? Das wird schon wieder. So. Ich glaube, wir müssen auch hier überall irgendwo hinlaufen, wenn ich mich recht erinnere. Ach so, das ist ja hier... Okay, da kommen welche. Die nehmen uns das mal vor hier. Oh, noch mehr hier. Ach, die Sanitäter, stimmt ja. Ich hab's wieder vergessen. Erst die Sanitäter weg. Und ich wundere mich, warum dauert das wieder so lange hier. Immun, na toll. So, erledigt. Stimmt. Immer erst die Sanitäter. Mindestens ein Sanitäter ist immer dabei. Vielleicht auch mal zwei. Und die muss ich immer erst aus dem Weg räumen. Hier ist auch noch was gewesen. Na. Hier ist kein Sanitäter dabei. Den sehe ich keinen. Erstmal hier das Kleinfisch erstmal weg hier. So, da ist noch ein kleiner noch gewesen und jetzt sehen wir noch. So. Also ich finde, wir gehen doch sehr diplomatisch hier vor, oder nicht? ja, wir müssen uns hier komplett durchkämpfen, ich weiß. Ich schaue euch mal einmal die Map hier. Den ganzen Weg müssen wir durchlaufen. Es gibt keinen anderen Weg irgendwie. Nein. Wir werden sehr viele Gegner haben. Da sind seine Täter mit bei. Den haben wir gleich auch schon im Visier hier. Und der ist weg, der Sanitäter, das ist schon mal gut. Dann mal erstmal die Kleinen erstmal weg. Ja, das ist nicht mal getan, ne? Du denkst, hast du erledigt? Dabei haben sie sich getan. Ach, jetzt haben wir noch mehr am Arsch und unseren Täter noch. So, seine Täter ist weg.
wir. Okay. Das ist zwar der Weg da rein, da durch, aber ich glaube, hier war auch noch was gewesen. Wir müssen jetzt mal hier gucken, Jim. Ja, genau, hier müssen wir hin. Da sind wir ganz dreist, da machen wir gleich hier alles platt hier. Da hinten sind die Täter erst einmal. So, der ist schon mal weg. Noch einer. Ach, da hinten. So, erledigt. Huch. So, und jetzt geht's einfach. Hier ist, glaube ich, nichts, nicht? Nee. Ja, wir gehen trotzdem mal hier durch. Das wird schon wieder. So. Ah, da geht's weiter. Ist hier irgendwo ein Heiler? Ne, ich glaube nicht, ne? Wo ist noch einer gewesen? So, was haben wir denn da? Ja, komm mal her hier. Erstmal anklatschen hier die Jungs hier. So. Okay. Eine Gruppe, die lassen wir erstmal außer Acht. Das sah ziemlich übel aus. Jetzt haben wir das schon wieder, weil ich am Arsch, wo kommt die denn jetzt hier auf einmal? So, jetzt sind hier vorne. So, Rainer, das machen wir ganz gut jetzt hier.
Kurz schauen. Meine Sensoren registrieren Kommunikationsrelais in der Nähe. Vielleicht hat Theron Hilfe von außen. Platziert Abhörgeräte an den Terminals. Dann kann ich die Daten analysieren. Da noch. Das war's. Sehr schön. Da ist auch noch was gewesen, genau. Ah, hier, Rotlichtviertel hier. Ja, hier gibt es die leichten Damen wahrscheinlich. So. Was haben wir da? Wenn wir den angreifen, gibt es eine Überraschung, genau. Ich wusste es. Ist denn einer oder nicht? Da ein Agent gewesen. Ist aber echt gut getan, ey. Da kann man echt schnell dran vorbeilaufen an dem Ding hier. Da steht's auch hier. Könnt ihr es lesen? Rotlichtviertel. Ah ja, genau. Genau gelesen. So, jetzt die Jungs jetzt noch hier wegmachen. Überraschung. Steht ja noch. Okay. So, jetzt den hier. So, Rainer, weiter geht's hier. Wie kommt jemand wie ihr dazu, mit den Chiss zusammenzuarbeiten? Als genau. Kind war ich ein imperialer Flüchtling. Das Reich der Chiss hat mich beschützt. Dafür verlangten sie nichts als meine Treue. Ihr wart Flüchtling? Was habt ihr getan? Das ist vertraulich.